die Duelle zwischen uns sind immer ziemlich heiß und da geht es hin und her. Uns die zieht die warm an. Der Co-Trainer gibt mir ab und zu mal einen Grashalm, das bringt Glück. Ich glaube, das zeichnet uns zurzeit aus, dass wir bis zum Schluss alles geben und wir einfach einen guten Zusammenhalt haben. Was hörst du da so? Tatsächlich klassische Musik. Ich weiß nicht, ob das jetzt immer üblich ist. Der Ludovico Einaudi. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von FFBL, der Talk. Nach dem letzten Spieltag hat sich eine Mannschaft zwischen die Top-Clubs Wolfsburg und Bayern auf Platz 2 in der Tabelle gesetzt. Und das ist die Eintracht aus Frankfurt. Die muss am Wochenende zu Gast bei der TSG Hoffenheim ran. Und über genau dieses Duell wollen wir heute sprechen, in dieser Woche, in diesem Talk. Und dazu habe ich natürlich zwei wunderbare Gäste. Zum einen Barbara Dunst von der Eintracht Frankfurt. Und vorher spreche ich mit Katharina Naschenweng, ihrer Freundin und Teamkollegin aus der österreichischen Nationalmannschaft. Viel Spaß! Sie ist österreichische Nationalspielerin. Bei der Europameisterschaft im Sommer hat sie es bis ins Viertelfinale geschafft mit ihrer Mannschaft. Sie ist Außenverteidigerin bei der TSG Hoffenheim und hat in dieser Saison in 5 Spielen schon 2 Tore geschossen. Herzlich willkommen, Katharina Naschenweng. Schön, dass du da bist. Hi, danke, dass ich dabei sein darf. Ich habe gerade deine 2 Tore angesprochen und es waren ja nicht einfach nur irgendwelche Tore diese Saison. Das waren schon extrem besondere Tore. Das eine ein direktes Eckentor, ne? Das andere ein direktes Freistoßtor. Magst du vielleicht mal kurz erzählen, wie du die geschossen hast? Ja, ich glaube, solche Tore entstehen nur, wenn man nicht viel drüber nachdenkt. Ich glaube, es war schon sehr offensichtlich, dass es vielleicht nicht unbedingt so gewollt war. Beide davon. Aber schön, dass ich die 2 Tore machen habe können und ja, so der Mannschaft vielleicht einen Teil helfen habe können. Du sagst, es war nicht unbedingt so gewollt, also war auch Glück dabei? Ich glaube, wenn man das sieht, dann kann man das schon so verstehen, dass da vielleicht ein bisschen Glück dabei war. Ich glaube, solche Tore sind mir jetzt schon ein paar Mal gelungen. Ich weiß nicht, wieso immer das bei mir so ist. Aber umso schöner. Ihr habt am Wochenende gewonnen, 3-2. Ist das Spiel noch sehr präsent im Kopf jetzt für dich? Ja, schon noch präsent im Kopf. Die Analyse steht ja noch bevor von dem Spiel. Ich glaube, es war wieder ein richtig schweres Spiel für uns, wo wir uns wieder durch Kampf eigentlich die 3 Punkte geholt haben. Ja, ich glaube, das zeichnet uns zurzeit aus, dass wir bis zum Schluss alles geben und wir einfach einen guten Zusammenhalt haben. Ich glaube, vieles funktioniert noch nicht so, wie wir uns das vorstellen. Aus dem Spiel kann man einfach mitnehmen. Das Wichtige sind die 3 Punkte. Das war für uns oberste Priorität und ja, den Rest werden wir noch analysieren und dann hoffentlich wieder vieles daraus mitnehmen. Ja, bis zum Schluss kämpfen ist, finde ich, ein gutes Stichwort. Gestern habt ihr in der 88. Minute noch das 3-2 geschossen, also erst dann zu spät klar gemacht. In allen 3 gewonnenen Spielen jetzt war es generell immer ein bisschen spät, also in der 70. oder später, wo das Spiel entschieden wurde. Ich habe in Erinnerung, auch letzte Saison gab es mal Last-Minute-Tore. Ist das so ein Ding bei euch oder warum macht ihr es immer so spannend? Ich glaube, dass es davor eigentlich schon immer so war, dass wir immer ziemlich in einem Flow waren und alles ziemlich leicht von der Hand gegangen ist. Wenn ich zurückdenke an 2 Jahre, glaube, da ist eigentlich so ziemlich alles aufgegangen. Man merkt einfach, dass wir uns jetzt Tore und Chancen einfach erkämpfen müssen. Ich glaube, da müssen wir einfach lernen, bis zum Schluss Gas zu geben. Und das machen wir jetzt auch. Ich finde, das machen wir gut. Natürlich wäre es schön, wenn wir einfach mal früher das Spiel für uns entscheiden können oder vielleicht da nicht so viele Gegentore kriegen. Ich glaube, das ist etwas, woran wir noch arbeiten müssen. Ja, viel Zeit noch wirklich in der Probe- oder Ausprobierphase zu sein, ist man ja nicht. Es geht ja direkt weiter jetzt am Wochenende gegen die Eintracht Frankfurt und natürlich wollen wir auch über dieses Spiel reden. Die hatten einen guten Saisonstart, kann man sagen, Platz 2 mit nur 2 Punkten hinter Wolfsburg und 3 Punkten vor Bayern. Also bisher ein Unentschieden, sonst solide Siege gemacht. Wird es schwer am Wochenende? Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, Frankfurt hat die letzten Jahre richtig gut aufgebaut. Haben eine richtig coole Mannschaft. Und ich glaube, dass dieser Saisonstart schon auch dafür spricht, dass sie im Einklang sind, dass sie richtig coolen Fußball zeigen. Deswegen glaube ich schon, dass es ein richtig interessantes Spiel wird und ein schwieriges Spiel wird für uns. Ich glaube, für Frankfurt auch. Ich glaube, Frankfurt-Hoffenheim sind immer coole Spiele, immer enge Spiele. Ich glaube, in der letzten Zeit haben wir viele für uns entscheiden können. Ich hoffe einfach, dass wir halt den Schwung eben von den letzten Spielen mitnehmen können. Und Frankfurt ist natürlich bei uns so schwierig wie möglich machen.
Ja. Ja, du meintest, die bisherigen Duelle waren immer knapp, das stimmt. Vor allem die letzten zwei in der letzten Saison mit einem Torunterschied nur. Eins habt ihr gewonnen, eins habt ihr verloren. Jetzt wird es dann wahrscheinlich wieder knapp, aber ein Duell auf Augenhöhe. Ja, glaube ich schon. Also von der individuellen Qualität, glaube ich, sind wir und Frankfurt ja richtig gut. Finde Frankfurt eine richtig coole Mannschaft. Das Eröffnungsspiel gegen München war richtig gut. Ja, ich glaube, wenn wir einfach ja, ein bisschen das mitnehmen, was wir in den letzten Spielen gezeigt haben und einfach spielerisch noch zulegen, glaube ich, dann wird es wieder ein Duell auf Augenhöhe. Jetzt habe ich noch ein kleines Spielchen vorbereitet, um dich und deine Karriere so ein bisschen besser kennenzulernen auch. Und zwar habe ich mir Fragen zu deiner Karriere überlegt und wir wollen herausfinden, wie gut du eigentlich selber im Detail deine Karriere kennst. Deswegen, manche Fragen musst du vielleicht eher schätzen, manche kannst du vielleicht ganz genau beantworten und dann schauen wir mal, wie gut du tatsächlich deine Karriere kennst. Okay. Wie viele Bundesligaspiele hast du gemacht in der deutschen Bundesliga? Oh Gott. An die über 40, 50, sowas. Ja, also es war gerade erst eine große Marke, deswegen ja, richtige Richtung. Es sind 55, um genau zu sein. Nächste Frage. Welche Saison war die, in der du am meisten Minuten Spielzeit in der Bundesliga hattest? Das musst du jetzt wahrscheinlich schätzen. Ja, dann die letzte Saison. Also 21, 22. Tatsächlich knapp nicht. Also 2021 hast du 1728 Minuten in der Bundesliga gespielt und 21, 22 nur 1700. Also fast richtig und fast gleich viel Zeit gehabt, aber bisschen mehr noch vorletztes Jahr, vorletzte Saison. Hätte jetzt Ja. nicht gedacht, letzte Saison habe ich. Ja, okay. Wann war dein deutsches Bundesliga-Debüt und gegen wen? Zählt da reinkommen oder Startelfdebüt? Reinkommen. Also das erste Mal, dass du in der Bundesliga gespielt hast. Boah, da habe ich wirklich keine Ahnung, weil ich habe mein Startelfdebüt so im Kopf. Das war nämlich, glaube ich, gegen Wolfsburg damals. Das war 20. Weil da war ich so unendlich nervös und ich habe null damit gerechnet. Deswegen habe ich das so präsent im Kopf. Ja. Aber ich weiß gar nicht, wann meine erste Einwechslung war. Was wirklich nicht. Das war tatsächlich am 22. November 2019 gegen den ersten FFC Frankfurt. Und das war dein erstes Mal auf dem Platz oder dein erstes Mal spielen, nachdem du so eine lange Verletzungspause hattest. Stimmt, ja. Ja, Das was ich. war nach einem Jahr und 3 Monaten Pause mit Kreuzbandriss, Ja. bist du dann wieder auf den Platz gekommen. Wie war das damals für dich? Erinnerst du dich jetzt dran? Ja, meine Eltern waren da zuschauen. Die sind das Wochenende rausgekommen und ja, ich habe ihm gesagt, dass ich im Kader bin. Und die haben gesagt, ja, dann komm mal vorbei. Und ich gesagt, ja, ich werde wahrscheinlich nicht spielen. Aber es war denen egal und dann stimmt, da habe ich noch ein paar Minuten gekriegt. Ja, ich kann mich erinnern. Ja, natürlich nach so einer langen Zeit ist natürlich ja richtig schön, da in der ersten Liga sein Debüt zu machen. Ich habe ja davor in der zweiten Mannschaft, glaube ich, ein oder zwei Spiele gemacht, davor schon. Ja, um einfach Sicherheit zu kriegen. Ja, natürlich richtig schön, das auch da mit meinen Eltern teilen zu können. Ja. Ja, wahrscheinlich auch eine große Erleichterung nach so einer langen Pause. Wie blickst du jetzt rückblickend auf diese Verletzungszeit? War das eine schwere Zeit? Ja, Anfang schon, weil ich schon selten verletzt war immer. Und ja, ich glaube, niemand rechnet damit, sich so schwer zu verletzen. Man glaubt immer, ja, mir kann das nicht passieren. Und ja, dann war das in den ersten Wochen schon sehr schwierig. Ja, aber was soll man machen? Ich habe das dann einfach so angenommen. Ja, war natürlich nicht leicht. Ich glaube, jeder, der so schon mal gehabt hat, wird dasselbe sagen, dass es einfach ja ziemlich viel Geduld mit sich bringt. Hat bei mir dann auch ein bisschen länger gedauert, weil ich dann nochmal einen Eingriff gehabt habe. Ja, aber so, wenn ich jetzt dran zurückdenke, für mich ist es jetzt schon echt lang her. Ich habe einfach ziemlich viel Positives draus mitnehmen können. Eine Frage hätte ich noch, eine letzte, und die, glaube ich, kannst du zumindest ungefähr auch beantworten. Wie viele Zuschauer waren bei dem Spiel mit dem größten Publikum deiner Karriere? Also Liga und Nationalmannschaft zusammengenommen natürlich. A-Spiel. Jetzt oder Ja. wie? Ja, in England, beim Eröffnungsspiel waren es 68.700. Passt.
68.871. Ja, Aber genau. richtig gut. Ja, das war schon ein Erlebnis, oder? Ja, es vergisst man nicht so schnell, ja. Ja, war schon richtig cool. Eigentlich etwas, was man sich davor ja gar nicht vorstellen kann. Man denkt so Ja. an das Spiel und ja, ist nervös. Aber ja, dass ja so eine Kulisse dann auf die zukommt, das ist dann schon etwas Überwältigendes. Aber in dem Moment, was ich das Schöne daran finde, war es nicht, oh mein Gott, es ist zu viel, sondern es ist einfach nur genießen und aufsaugen und ja, jeden Moment mitnehmen. Und ja, ich bin einfach froh, dass ich das so erleben habe können mit der Gefühlslage und dass ich ja nicht so nervös war, sondern eher als er schön empfunden habe. Und ja, war richtig cool. Richtig cool. Ja, das glaube ich, bleibt wahrscheinlich auf jeden Fall im Kopf. Jetzt geht es ja am Wochenende gegen die Nationalmannschaftskollegin Barbara Dunst, die wir später auch noch im Interview haben. Hast du einen Gruß, den du ausrichten möchtest, oder vielleicht eine kleine Nachricht, eine Kampfansage an sie? War Kampfansage echt nicht. Ja, ich glaube, die Duelle zwischen uns sind immer ziemlich heiß und da geht es hin und her. Und ja, ich freue mich einfach drauf und Dunsti zieht die warm an. Willst du sie zu einer Wette herausfordern? Wenn ihr gewinnt oder wenn sie verliert, muss sie irgendwas machen? Ja, das können wir eigentlich machen. Wir haben ja bald wieder Nazio. Dadurch, dass wir eigentlich alle ziemlich große Kaffeetrinker sind beim Nazio, hätte ich gesagt, dass der nächste Kaffee dann einfach auf sie geht oder auf mich geht. Ich hoffe natürlich dann auf sie. Okay, dann frage ich nachher mal die Barbara, ob sie da die Wette annimmt. Und dann werden wir sehen am Samstag, wer von euch gewinnt und wer dieses Duell macht. Dann wünsche ich dir und der Mannschaft natürlich viel Erfolg fürs Wochenende. Vielen Dank, dass du dabei warst, dass du mit mir gesprochen hast und dir die Zeit genommen hast. Wir haben einiges über dich erfahren und ich fand es sehr lustig und interessant. Und wünsche natürlich noch viel Erfolg und vor allem eine verletzungsfreie Saison. Vielen Dank. Ich sage danke, dass Sie dabei sein haben dürfen. So, jetzt haben wir gehört, wie Katharina Naschenweng und die Hoffenheimer Seite auf diese Partie blickt. Das Gleiche wollen wir natürlich auch von der Seite von Eintracht Frankfurt. Leider konnten die beiden Freundinnen nicht zusammen in den Talk kommen, aber für mich ein paar Stunden später, für euch nur ein paar Sekunden, jetzt Barbara Dunst. In Österreich ist sie eine Teamkollegin von Kathi Naschenweng. In Deutschland sind sie aber Rivalinnen. Barbara Dunst hat 62 Länderspiele für die österreichische Nationalmannschaft gemacht. Und in Deutschland in der Frauen-Bundesliga spielt sie für Eintracht Frankfurt und jetzt hier zu Gast im Talk. Ich freue mich sehr, dass sie da ist. Hallo, herzlich willkommen, Barbara Dunst. Hallo. Ich habe ja gerade angesprochen, wir haben vorhin schon mit Kati gequatscht und sie hat liebe Grüße ausgerichtet natürlich erstmal. Willst du ihr fürs Spiel am Wochenende irgendwie auch Grüße ausrichten oder schon mal eine Ansage machen? Ich schicke ihr auf alle Fälle auch liebe Grüße zurück. Und ja, ich würde ihr gerne was ausrichten. Ich freue mich mal, wenn sie nach Frankfurt kommt, auf einen Kaffee. Das Das steht ist schön, noch das ist doch aus. eine gute Kaffeeeinladung. Das steht noch aus. Und das passt tatsächlich auch ganz gut zur Wette, die Kathi Naschenweng die aufgestellt hat, beziehungsweise die Wette, die sie mit dir eingehen möchte. Und zwar wettet sie, dass die TSG Hoffenheim gewinnt und sie wettet auch um einen Kaffee. Gehst du diese Wette ein? In diesem Fall nicht, weil ich hoffe natürlich, dass wir gewinnen, aber ich gehe sehr gerne trotzdem mit ihr Kaffee Okay, trinken. also wenn ihr gewinnt, dann muss sie dir einen Kaffee ausgeben und andersrum. Genau. Ihr habt viel Kontakt in der Nationalmannschaft, ihr seid auch gut befreundet, oder? Ja, die Kathi und ich, muss ich echt sagen, sind schon seit Ewigkeiten Wegbegleiterinnen, was in der Nationalmannschaft betrifft. Seit der U17 bis zu der A-Nationalmannschaft ja, haben wir zusammen den Weg gemeistert, sage ich mal. Kathi war dann leider Gottes einmal ein bisschen länger verletzt, aber sonst haben wir beide fast gar kein Spiel oder fast gar keinen Lehrgang verpasst. Ihr habt am Wochenende gegen Duisburg gewonnen. Glückwunsch erstmal zum Sieg. Aber du konntest leider nicht auf dem Platz stehen wegen Rückenprobleme. Wie geht's dir denn aktuell? Mir geht es ganz gut. Ich habe einfach ein paar Tage ja, Pause machen müssen, eben weil ich ja, starke Rückenschmerzen gehabt habe.
ja, so eine Art Hexenschuss, sagt man dazu. Ja, war wirklich am Anfang sehr schmerzhaft, muss ich wirklich sagen. Aber es hat sich dann ja ab Freitag wirklich sehr gebessert. Aber wegen Wochenende war man dann einfach nur ein bisschen vorsichtiger. Und ich glaube, es war vielleicht auch mal ein Warnsignal an meinen Körper. Dann einfach ja somit die Pause nützen können, obwohl ich sagen muss, es ist mir sehr schwer gefallen. Bist du am Samstag einsatzbereit für das große Spiel gegen Hoffenheim? Es geht mir tatsächlich besser. Ich denke, wenn es jetzt so weitergeht, dann bin ich sehr zuversichtlich, dass sie das ausgehen sollte, ja. Und allgemein, wie schätzt du so deine sportliche Fitness oder deinen Start in die Saison ein? Du hast bis jetzt 3 Tore vorbereitet in dieser Saison und gute Spiele gemacht, wie ich finde. Was sagst du selber, auf was für einem Stand bist du bisher nach 5 Spielen oder 4, die du gemacht hast? Ja, ich bin sehr selbstkritisch. Es gibt natürlich immer Dinge, die was man optimieren kann. Wie du sagst, ja, ich habe 3 vorbereitet, aber noch keins erzielt. Das ist natürlich auch immer so ein Punkt bei mir. Ja, vielleicht klappt es ja am Wochenende mit dem Tor. Das ist vielleicht so eine Sache. Und ja, ich denke, man kann zufrieden sein, aber ich glaube, man muss einfach das Gesamte jetzt gerade sehen. Mir ist einfach wichtig, dass wir als Mannschaft ja uns weiterentwickeln, dass wir unser Ziel vor Augen haben und ich glaube, dass wir echt gut in die Liga gestartet sind, dass wir mit denen ja zufrieden sein können und dass wir da jetzt eben von Spiel zu Spiel schauen. Ja, zufrieden sein. Du hast es angesprochen. Ich ordne es nochmal ein bisschen ein. Platz 2 in der Tabelle. Nur 2 Punkte hinter Wolfsburg und 3 Punkte Vorsprung auf den FC Bayern. Den Saisonauftakt gegen Bayern unentschieden gespielt. Ansonsten 4 deutliche Siege. Also da kann man sich schon mal auf die Schulter klopfen. Du meintest, ihr seid zufrieden. Ist es der Start, den man sich erhofft hat? Ja, wir sind natürlich sehr glücklich, dass der Saisonstart so uns gelungen ist. Das können wir wirklich weiterhin aufbauen. Ich meine, die Saison ist jetzt noch lange. Da kann man jetzt noch nichts sagen. Vor allem jetzt, ich glaube, am Wochenende wartet dann auf unser Schlüsselspiel wieder. Und ja, ich denke, ja, wir müssen weiterhin unsere Schwächen schwächen, unsere Stärken stärken. Und ja, da bin ich da sehr zuversichtlich, dass wir da wirklich ja, noch einige Punkte einfahren können. Ihr hattet ja auch im Vergleich zu anderen Mannschaften in der Frauenbundesliga jetzt nicht den größten Umbruch oder die größte Veränderung im Sommer im Kader. Also ihr habt schon ein paar Neuzugänge, aber es hat sich nicht groß was verändert in der Mannschaft. Wie auf dem Platz funktioniert auch viel, finde ich, sieht man auch an eurem Spiel und an den Spielzügen, die ihr macht. Wie ist die Dynamik im Spiel? Ist die gleich oder anders als letzter Saison? Ich finde, dass wir als Mannschaft noch mal ein Stück weit reifer geworden sind. Ich denke einfach, dass wir ja jetzt mit Situationen, wenn wir mal ein Gegentor bekommen, gegen Bremen zum Beispiel, wo es noch mal wirklich etwas spannend wurde hinten raus, dass wir da jetzt tatsächlich schon ein bisschen stabiler sind, trotzdem nach wie vor noch ein bisschen an den arbeiten müssen, dass wir sowas halt abstellen. Aber ich denke einfach, ja, dass wir, was die Mentalität betrifft, und dem Ganzen wirklich ja, sehr ein reifes Auftreten mittlerweile haben. Jetzt waren die letzten Duelle gegen Hoffenheim immer sehr knapp. Einmal habt ihr gewonnen letzte Saison, einmal hat Hoffenheim gewonnen letzte Saison. Es war immer ein knappes Spiel mit einem Tor Unterschied. Aber jetzt ist die Ausgangslage so, dass ihr einen besseren Saisonstart hattet. Geht man da als Favorit ins Spiel oder ist das trotzdem ein Duell auf Augenhöhe? Na, Favorit würde ich jetzt nicht sagen. Ich denke, das ist ein Duell, das was ziemlich ausgeglichen ist. Hoffenheim ist eine Mannschaft, die was wirklich sehr gute spielerische Qualitäten haben, die was wirklich einen sehr, sehr guten Ballbesitz haben und vor allem auch im letzten Drittel gut sind. Den dürfen wir auf gar keinen Fall unterschätzen und wir wissen auch genau, welche Mannschaft da auf uns zukommt. Es wird, glaube ich, ein wirklich sehr, sehr spannendes Spiel, denke ich mal. Und ja, ich glaube, das sind auch zwei Mannschaften, die ja definitiv auch den Anspruch haben, um den dritten Platz mitzuspielen. Du hast gesagt, diese Saison, leider hast du noch kein Tor geschossen, aber das kommt vielleicht am Wochenende. Letzte Saison hast du einige gemacht und ich würde dir jetzt gerne was vorspielen, und zwar den Live-Call aus einem Spiel, was du gemacht hast. Und du musst erraten, welches Spiel das war und was du da genau gemacht hast. Ich glaube, es ist nicht allzu schwer. Ich glaube, du wirst es
Du wirst es erraten. Genau, ich spiele es dir einfach mal vor und du hörst genau hin. Nüsken auf Dunst, in der Mitte Praschnika, Martinez und Feiersinger! Und Dunst macht selber! Und erzielt das 1:0, ein Traumtor von Barbara Dunst zum 1:0. Da sieht man auch die Entschlossenheit, kurz mal angetreten, 16er Eck und dann ja, die andere Ecke und zwar oben. Tolles Tor von Dunst. Oh, der ist auch wieder gut! Und der ist auch wieder drin! Was für eine Bude! Eine mit rechts ins Kreuzeck, eine mit links rein! Wahnsinn! Ich glaube, am Ende war es jetzt leicht, oder? Ja, genau. Am Anfang haben wir noch ein bisschen. Aber ich glaube, es war das Spiel gegen Jena. Genau, das war am 8. Spieltag letzte Saison. Genau. Zu Hause gegen Jena habt ihr gespielt und du hast in der 7. Minute einmal ein sehr schönes Tor mit rechts geschossen, genau vom linken 16er Eck quasi ins rechte Kreuzeck, wunderschön. Und dann 49. mit links aus 18 Metern wieder ins rechte Kreuzeck, wieder genau gleich getroffen. Und vorher noch einen schönen Hackentrick, um die Gegnerin auszutricksen. Sehr schöne Tore. Wie erinnerst du dich da zurück? Hast du die noch präsent im Kopf? Ja, also ich habe mich wirklich sehr gefreut, eben weil das immer so ein Punkt ist. Ich glaube, zu der Zeit hatte ich ja auch noch nicht so viele Tore erzielt. Ich glaube, das waren auch, glaube ich, meine ersten beiden. Ja. Und deswegen habe ich mich schon sehr gefreut drüber, ja. Das nächste kleine Spielchen, was ich vorbereitet habe, heißt Ja, Nein, Raus. Und es geht darum, dass ich dir Fragen stellen werde, sowohl offene als auch geschlossene Fragen. Und du darfst nicht mit Ja oder Nein antworten. Also du darfst diese beiden Wörter nicht verwenden und musst versuchen, natürlich dann zu umschreiben oder einfach anders zu antworten. Du hast 60 Sekunden Zeit und in diesen 60 Sekunden ist quasi die Challenge, so selten wie möglich Ja oder Nein zu sagen. Okay, also ich darf nicht Ja oder nicht Nein sagen. Genau. Okay. So, ich stelle einen Timer. Bist du bereit? Vollste Konzentration. Okay. Okay, und los geht's. Glaubst du, ihr gewinnt gegen Hoffenheim am Wochenende? Laura Freigang macht es 1:0. Wie hoch gewinnt ihr am Ende? 2:0. Bist du wahrscheinlich auf deiner gewohnten Position eingesetzt? Wir werden sehen. Spielst du da am liebsten? Sehr, sehr gerne. Wo spielst du noch gerne? Der Flügel ist auch ganz nett. Hast du ein Ritual vor dem Spiel? Ein Grashalm eventuell. Ein Grashalm, okay. Wie sieht es dann aus? Der Co-Trainer gibt mir ab und zu mal einen Grashalm, das bringt Glück. Gibt es eine Geschichte dazu? Okay, dann sind tatsächlich jetzt gerade die 60 Sekunden abgelaufen. Richtig gut gemacht, kein einziges Mal Ja oder Nein gesagt. Was ist die Geschichte dazu, zu dem Grashalm? Wir haben letzte Saison gegen Leverkusen gespielt und hatten tatsächlich zu der Zeit ein bisschen einen angeschlagenen Kader. Und und unser Co-Trainer hat mir dann vorm Spiel einen gesegneten Grashalm mitgebracht und hat gesagt, Dunsti, du wirst halt ein Tor erzielen und ich soll ihn mir in den Stutzen stecken. Und das habe ich dann gemacht. Und dann haben wir gegen Leverkusen gewonnen, vor allem in der Zeit, war es ja sehr wichtig bezüglich der Champions League. Und seitdem gibt es immer den Grashalm, oder manchmal? Manchmal, seitdem nicht mehr, aber das war besonders, sagen wir mal so. Okay, sehr cool. Ja, vielen Dank, dass du hier dabei warst. Es hat mich mir sehr Spaß gemacht. Auch schön, dass wir dich ein bisschen besser kennengelernt haben. Und ich bin sehr gespannt auf das Duell am Wochenende. Wie bereitest du dich persönlich darauf vor, also so mental in Konzentration zu kommen und so? Ja, hauptsächlich mit Musik. Was hörst du da so? ja, tatsächlich klassische Musik. Ich weiß nicht, ob das jetzt immer üblich ist, aber ja, das höre ich ganz gern. Sehr cool. Auch mal was anderes. Ich höre ganz oft, dass Spielerinnen sich mit irgendwie so heftigem Beat oder sowas pushen, aber klassische Musik hilft dann bei dir eher.
Ja, es ist der Ludovico Einaudi. Genau. Und Finde ich das auch sehr schön. ja, Ja. würde ich echt Kann ich gerne. nachvollziehen. Sehr Ja, gut. das ist wirklich sehr Schön. gut. Danke. Ja, dann viel Erfolg wünsche ich natürlich auch dir und ich bin gespannt. Ihr könnt das Spiel natürlich bei uns verfolgen auf Magenta Sport am Samstag um 13 Uhr. Und ja, ansonsten wünsche ich dir natürlich noch eine weitere verletzungsfreie Saison. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Und vielen Dank, dass du dabei warst. Dankeschön. Ciao, Danke. ciao. Tschüss. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.